Hey Leute, willkommen zurück zu Clive Barkers Jericho und wir sind in der Schwarzen Rose angelangt. Beschützt durch eine schwarze Rose hält Malteus dem Zorn der hingemetzelten Kinder unbeirrt stand. Es besteht hier noch nach wie vor die Hoffnung, dass es irgendwo jemanden gibt, der Malteus besiegen kann und den Seelen der gequälten Kindern Frieden geben kann. Ja, das war ein Kann zu viel, aber es ist auch egal. Okay, wieder Zwischensequenz. So in etwa. Okay. Es ist alles in Ordnung, Simone. Du bist jetzt in Sicherheit. Rühr mich nicht an! Du bist verletzt. Ich will dir helfen. Ich sagte, rühr mich verdammt nochmal nicht an! Bleibt mir alle vom Leib! Was ist nur mit euch geschehen, Leute? Die Kinder, mein Gott. So viel Wut, so viel Hass. Sie wollten, dass wir genauso leiden, wie sie selbst gelitten haben. Es war, als wären sie in meinem Kopf. Als schnitten sie direkt in mein Gehirn. Ich glaube, Cole hat es am schlimmsten erwischt. Du weißt, dass sie gewisse Probleme hat. Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Berührung, Angst vor engen Räumen. Lasst mich mit ihr sprechen. Leier mich nicht an! Alles in Ordnung, Simone. Erzähl mir nochmal von der Zahl, die du so magst. Der goldene Schnitt, hieß sie nicht so? Das ist nicht real! Nichts hier ist real! Wie hieß diese Zahl nochmal, Simone? Du nanntest irgendeinen Namen. Vieh? Vieh! Vieh! Die göttliche Teilung! Vieh, richtig. Wie ging sie nochmal? 1,6, 1,8033988! Gut. Und jetzt nimm langsam die Waffe runter. 7, 4, 9, 8. Guter Trick. Was war das? Ein Neustart? Nur einer der Vorteile, dass ich das Quartier mit ihr geteilt habe. Jetzt müssen wir nur noch an ihrem Bettnässer-Problem arbeiten. Habt ihr die Templer getroffen? Und ob, wir hatten ein großes Meeting. Sie glauben, dass Arnold Leach und sein fliegendes Gruselkabinett die heilige Seraphine und wir die Bösen sind. Da habe ich ja etwas verpasst. Wir müssen den nächsten Spalt finden und abhauen. Das ist doch mal eine Idee, also. Okay, was? Ich soll Cole nehmen? Warum das denn? Oh, da kommen die Kinder wieder. Hier. Böse Kinder. Warum haltet das so viel aus? Mit Black gegen die Hummel nix hier. Das kommt bei mir. Okay, Feuersturm. Machen wir doch mal. Hä? Was ist das jetzt? Feuersturm? Aha. Okay, also. Boah, und schon bin ich tot. Sobald es aktiviert ist, füge ich also Feuerschaden hinzu. Ich meine. Naja. So gut ist das jetzt nicht, finde ich ja, aber. Boah. Ja, typisch Nerd, also. Man kennt es ja, die haben alle möglichen Phobien, also jetzt eine Touchphobia, also ne, Angst vor Berührung, Angst Seid vor. Seid ihr alle okay? Egal. Ja, wir sind okay. Ich glaube, bei Cole stimmt das nicht so ganz, aber. Fleischklumpen, der brennt. In einem komischen Käfig. Ach. Pfui. Ja, jetzt soll ich nur Cole nehmen wegen diesem blöden Feuer, aber ich finde es gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, da hängen überall diese komischen. Guck mal, wie das aussieht. Das glänzt noch. Ach, glänzt richtig. Pfui, pfui, pfui. Jetzt hier lang. Hier. Okay. Hier geht's raus. Ah, guck mal, genau da waren wir doch gefangen hier, oder? Oh Gott. Wer ist das? Ist das wieder das Kind? Nee. Ist viel zu groß für das Kind. Seid ihr gekommen, um mir eure Sünden zu gestehen, meine Kinder? Wir wollten gerade gehen. Wie könnt ihr es wagen, diesen Ort zu entweihen, ihr Ketzer? Ihr seid besudelt mit dem Gestank der Sünde. Kniet nieder und ich werde euch reinigen. Was hat er gesagt? Denselben Scheiß, den sie verzapft haben, als sie von der katholischen Schule geflogen sind. Ich gebe ihm dieselbe Antwort. Oh nein, die Kinder. Seht euch. Ach, der ist unverwundbar, oder was? Sieht so aus, als wollten die Kinder auch ein Stück von Bertius anhaben. Ja, die wollen ihn killen anscheinend, aber boah, greifen mich dabei auch an. Hier. Böse Kinder. Was macht er jetzt? Okay, ich muss irgendwie die Kinder da raus. Okay. Was ist jetzt los? Nein, geh weg, Hilfe! Was macht er jetzt? Hallo? Wow. Alles klar. Da ballert er halt einfach mal alle weg hier. Ich komm nicht raus. Was ist das denn? Oh, wir weg.
Okay, also der schießt einfach mal alle Leute hier weg, oder was? Wie macht er das denn? Hey Cole, oh. Bist du in Ordnung? Böse Kinder. Ja, mach doch Cole jetzt wieder ganz. So, einmal das. Das Kind. Dann dieses. Und das da auch noch. Bam. Was willst du? Boah, böses Kind. Nein, jetzt kommt er wieder her. Geh weg. Geh doch weg. Okay, ich renne jetzt einfach durch. Ah. Ja, ja, ist ja gut. Einfach durch. Also macht er den Käse wieder. Sag mal, schon wieder alle tot. Na, ich kann nicht schießen. Okay. Achso, ich verstehe. Wenn er die Hose macht, dann ist er danach kurz verwundbar. Diese Steine, die schwarze Hose, die da erwähnt wurde. Und deswegen muss ich den immer kurz da rauslocken. Das ist ja dein Fehler. Kann ich da reingehen? Ne, kann ich natürlich nicht. Oh, nicht schon wieder. Kommt das schon wieder? Geh weg! Meine Munition wird knapp. Ich meine Cole, so. Ist ganz weit weg. Und der Leute. Church hat erwischt. Schießt euch tot, ihr hässlichen. So, ich mach mal Rawlings Gun. Aua! Ja, ja, ich bin auch schwer verletzt. Ich komme, Simone, halt durch! Okay. Quatsch, erstmal du. Dann du, böses Kind. Und du. Wow! Was ist das für ein Typ? Sag mal, ist das ein Endgegner jetzt? Bestimmt, oder? Ich meine, Licht haben wir aber dagegen. Witz, die muss ich auch noch ein bisschen exorzieren. Wow, da kommt der nächste schon wieder. Ja, was ballert denn die KI alles? Zeitschleife. So, jetzt bin ich schneller durch. Okay, komm mal her, Leute. Nein! Church hat erwischt. So. Zeitschleife aktiviert. Jetzt in den Kopf, 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 in den Kopf. Stirb doch. Ah, da kommen die ganzen Kinder. Kampfunfähig, Sir. Ja, 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 ich komme ja schon. Jetzt. Wir haben noch einen verletzten, Sir. Ja, ich bin auch gleich kampfunfähig. Jones ist schwer verwundet. Ich habe keine Munition mehr. Er hat schwer erwischt. Ja. Was macht er denn schon? Das ist schon wieder die Rose. Das ist bescheuert. Rawlings hat's erwischt. Ja, 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 ja. Jetzt ganz cool wir bleiben. Wir haben Verletzte. Jones! Okay. Nein, 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 nein. Rawlings hat's erwischt. Okay, okay. Ja, komm, Rawlings zuerst. Der wird nämlich die anderen retten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich muss mich so konzentrieren hier. Simone hat's erwischt. Ja, die erwischt doch alle die ganze Zeit. So. Die ist echt tot. Ein kleines Kind. So, und dich noch, weil du mir wehtun willst. So. Moin, geh weg, du hässlicher Typ. Schnell durch. Oh, ich hab wieder Munition. Wo hab ich Munition her? Okay. Cool. Ich brauche etwas Munition, Cole. Ja, ich spring jetzt einfach hin und her, dass ich irgendwo schießen kann auf den Arsch. Oh nö, jetzt kommt er wieder. Geh doch weg. Ja. Deus Inferno Fluro. Also irgendwas mit einer infernalen Blume, sagt er. Oh, komm schon. Schieß dir den Kopf weg. Was hält er denn aus, sag mal? Das ist doch abartig. Ich gebe einen auf. Aua. Du bist ein hässliches Kindervieh. Oh Mann. Ich bin gleich tot, glaube ich. Ja. Ja, das bringt nichts, weil der hat ein Schild. Ich hab's gewusst. Komm schon. Ja, Kinders. Ihr sterbt ja auch am laufenden Band. Könnt ihr mal ein bisschen aufpassen, dann sterbt er nicht so oft. Oh, ich hab wieder Munition gekriegt. Noch jemand tot? Nee, oder? Das waren alle. Nachschub ist unterwegs.
Ach, die holt uns immer wieder Munition, ich verstehe. So. Mach mal deine Rose hier. Indictum Deus in Chaos. So, und einmal wegballern hier. Ja, du Mistkerl, du Mistiger. Komm, noch eine Granate fressen. So, hab ich's geschafft? Ich befehle euch im Namen Christi, bringt mir ihre Seelen! Okay, cool. Ja. Ich habe euch geliebt. Ich habe euch alle geliebt. Ihr habt meine Kinder. Hässlicher Typ. Der hat's echt verdient, glaube ich, wenn er da Kinder in den Krieg schickt. Und die können jetzt vielleicht mal ihren Frieden bekommen, man weiß es nicht. So, okay. Da platzen sie alle. Oh Mann. Das nenne ich Karma. Aber hallo. Ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Wow. Okay, neuer Spalt. Okay, ich gehe mal rein, oder? Soll ich reingehen? Wow. Imperium, Sie haben entsperrt. Bischof Maltheus St. Clair. Mhm. Alles klar, wohl, dann stellen wohl diese Übergänge die Level dar. Also habe ich jetzt das Kreuzritter-Level beendet und jetzt. Unzählige gekreuzte Leiber erzählen von ewigen Folterqualen. Auf der Suche nach Cassus Vicus bahnt sich das Jericho-Team seinen Weg durch endlose Felder gequälter Seelen. Mhm, das ist so römisch. Sieht so aus, als sind wir jetzt unter römischer Herrschaft. Könnte genau. Schlimmer sein, wenigstens waren die Römer zivilisiert. Ach ja, und wie zivilisiert sie waren. Ich meine, abgesehen von den Kreuzigungen, den Gladiatorenkämpfen, der Sklaverei. Und natürlich diesem unglücklichen Zwischenfall mit Jesus Christus. Wir sind technisch gesehen, Prediger. Du bist der Historiker Jones. Was kannst du uns über diesen Ort sagen? Nun, wenn Simon mir etwas mehr über das genaue Jahr sagen könnte. Erstes Jahrhundert, Sir. 38 nach Christus. 38 nach Christus? Wow, bist du sicher? Vergiss es, natürlich bist du das. Das bedeutet, wir sind in der Herrschaftszeit von... mal überlegen. Caligula. Genau. Woher weißt du das? Sagen wir, ich habe einfach gut geraten. Mal sehen. Es ist der Beginn vom Verfall des Imperiums. Und für die Römer ist das hier ziemlich weit südlich. Niemandsland sozusagen. Ich meine, wenn ich als römischer Centurio in Alkali stationiert worden wäre, dann wäre das gewesen wie... im Exil. Alkali liegt fernab jeglicher römischer Rechtsprechung. Mit Kaiser Caligula an der Spitze Roms ist das doch eher ein Glücksfall, meint ihr nicht? Wir müssen weiter. Bleibt auf der Straße und haltet die Augen nach Leech und seinen Leuten offen. Caligula, das war doch dieser Typ, der gerne Kriege angezettelt hat. Ja, immer dieselbe Masche. Und Caligula heißt, glaube ich, auch Sandale. Also das ist... Oh, guck mal. Die haben Schilde. Ah ja. Schwachkopf voraus. Ja, und auf jeden Fall, Caligula war ein römischer Kaiser. Der war nicht lange der Macht, aber der war, glaube ich, berühmt für seine ganzen Orgien und Kriege, die er eben geleitet hat. Und deswegen hat er den Namen Caligula, also Schnürschuh, bekommen. Das sind diese Schuhe, die eben immer die Soldaten anhatten. In der römischen Armee. Aber das nur so am Rande. Auf jeden Fall war er wohl, glaube ich, kein guter Kaiser. Denn er war nicht lange an der Macht. Oh oh. Boom. Der lebt noch, oder? Ja. Der lebt echt noch. Guck mal, streck deinen Kopf raus. Hey. Bist du doof. Ja, aber wie gesagt, ich finde die römische Epoche da, also ne, als die an der Macht waren, im höchsten Stand ihrer Herrschaft, da fand ich das ganz interessant. Deswegen, mal gucken, was mich hier erwartet in dem Level. Auf jeden Fall so komische Typen mit riesigen Schildern, die Speere auf mich schmeißen. Bäh, und die Schilde sind aus Fleisch. Gut gemacht! Lecker, lecker Fleischschilde. Okay, was ist hier? Ach, Delgado. Hä? Wo ist er denn? Delgado, da ist er. So. Das ist der Einzige, der hier die schweren Türen öffnen kann, oder wie? Und... Hoppala! Sehr gut. So. Aber... Hä? Wo ist er denn? Ich möchte aber wieder Church. Black. Sind Sie das, Sir? Nee. Du hast nichts gesehen. Wo sind die denn wieder hin? Sag mal, werden sie wieder ganz zurück? Wir müssen noch weiter, Mädchen. So, komm schon. Vorwärts. Was stimmt denn da... Oh, das wird ja die gekreuzigt, okay. Hä? Du
klettern? Ich kann da rüber springen. Oh nö. Da vorne ist einer. Nö, nicht wieder die. Warum kommen die in jeder Epoche? Das ist doch. Das ist doch schade. Ja, ich weiß. Da steht aber alle so nah dran. Kommt doch mal zurück. Idioten. Ach Leute, muss das denn sein? Das muss doch nicht sein, dass ihr alle so nah dran steht. Verdammt, Schild. Auch Leute. Ja, wie viel kommen denn da noch raus jetzt? Das reicht. Ich werde mal Rawlings. Und Platz dann selbst. Jawohl, genau so. Ich ziehe mich jetzt mal mit dem zurück und. Wir haben dir den Befehl Gottes, erhebe dich! So, werden wir die Leute von hier aus reden. Stirb! So. So. Der nächste. Yeah! Das dauert aber voll lange, dieses Leben retten. So. Ihr seid so unfähig, Leute. Alter, ich bin schon bleibt doch nicht immer in der Explosion stehen, doch mal. Nein, lass mich durch. Oh. Du hast da schon Speer auf mich hier. Oh, ihr Sackgesichter mit einem blöden Schild. So. Du hässliches Ding. Ja, ja, tu nicht so. Oh Mann! Ja, noch mehr, genau, komm, noch mehr, komm, komm. Nochmal 10.000. Ich schulde dir einen Gefallen. Das nervt, das nervt. Wie lang war ich außer Gefecht? Bin unterwegs. Ja, wir sind tot sind jetzt. Ja. Haben wir schon. Simone, bist du okay? Oh. Erwischt. Oh mein Gott, so, da Mann. Kommt immer mehr und immer mehr. Das ist doch echt unglaublich. Ja. Die Typen sind auch gleich bei mir. Abby hat's schwer erwischt. Ja, und weg. Einen retten, weg. Was soll ich anderes machen? Hey Cole, bist du in Ordnung? Okay. Ja, wenigstens konnte ich noch Cole retten. Und den noch. Komm schon. Oh, Mann! Gleich war's das. So. Es hat ihn erwischt! Ja, ja, ja. Johnsy, bist du okay? Alle hier. So aus, als könntest du was von deiner eigenen Medizin vertragen. Es hat ihn erwischt! Simone! Das ist so nervig einfach. Danke, Sir. Dass da so Stellen kommen, wo wieder 10.000 Gegner rauskommen. Elka, du hast ja mich! Ja, ja. Schon gut, ich bin okay. Ich hab doch alle gerettet. So. Mann, Mann, Mann. Muss das denn so kompliziert sein, alles hier? So, wo sind denn noch Gegner? Die Musik ist immer noch so dramatisch. Ja, wo sind sie denn? Da ist doch keiner mehr. Jetzt geht's los. Oh doch, da ist einer. So, in den Kopf. Wow, nicht schon wieder zwei. Na komm. Ja genau, einfach mal drüber lunzen. Oh, ich hab doch drüber geschossen. Mensch. Ja genau, schießt alle auf das Schild, das ist voll clever. So, ihr müsst auf die Köpfe schießen. Blech, die hässlichen Köpfe. Okay. Seht mir da nicht schon wieder. Och man, jetzt kommen da schon wieder so viele, oder was? Ich hab da keine Lust drauf. Diese platzenden Bocken, Pustelviecher. Ne? Da ist noch einer! Kommt das her? Da oben. So. Ich hab nicht gesehen, dass du ein Speer schmeißt. Komm. Aha, hopp. So.
Zielscheibe? Ach, roll nicht rum. Hab dich ja gar nicht getroffen. Ich hab das Vieh getroffen. Ich hätte gern so ein Schild, auch wenn die ekelhaft aussehen. Oh nein. Okay. Wieder so ein Vieh. Na gut, Leute, ich mache hier nochmal eine Pause. Bis später.